Hallo zusammen, willkommen zu Folge 39 von Silvers Cocktailkunde. Heute kommt dann mit ein bisschen Verspätung das Rezept, das ich eigentlich schon im letzten Video vorgehabt hatte, das sich dann aber zugunsten des Lava Coladas noch ein bisschen verschoben hat. Es ist in diesem Fall tatsächlich auch ein Rezept, wo die alkoholische Variante mal das Hauptrezept ist und die non-alkoholische, die gibt es auch, die kommt dann in der nächsten Folge, die ist eher so der Nebenkriegsschauplatz. Das Rezept habe ich schon vor einer Weile vorbereitet, hatte ich ja auch schon erwähnt. Und es handelt sich um dieses Rezept, Mananels prickelnden Apfelwein. Man sieht auch hinter mir, da ist der Hintergrund von Surama. Wir haben es hier mit einem klassischen Rezept der Nachtelfen aus Surama zu tun. Und dieses Rezept macht man in meiner Version so. Wir starten für diesen Drink nicht mit dem Shaker, sondern direkt mit dem Trinkglas, in dem einige Eiswürfel sind. Und der ersten Zutat 2 cl Holunderblütensirup. Da dieser Drink nicht geshaked werden muss, richten wir ihn direkt im Glas an, aus dem wir ihn auch trinken wollen. Zweite Zutat 1 cl Zitronensaft. Und damit kommen wir zu der Zutat, die dem Drink erlaubt, den Namen Apfelwein zurecht zu tragen. Ich nehme hier einen französischen Apfelwein, also einen Cidre, genauer gesagt einen lieblichen Cidre. An dieser Stelle ein kurzer Einwurf. Ich verwende hier absichtlich einen lieblichen Cidre, einfach weil die normalen, die man sonst so bekommt, und insbesondere auch die meisten deutschen Gegenstücke dazu wie Fietz oder Appleboy, sind meistens ziemlich sauer. Und wenn man jetzt keinen lieblichen zur Hand hat, dann kann man auch einen normalen verwenden. Da müsste man dann allerdings wahrscheinlich den Zitronensaft weglassen, weil die halt von Haus aus genügend Säure mitbringen und stattdessen vielleicht lieber etwas Zuckersirup reintun, um ein bisschen mehr Süße zu haben. Das müsst ihr dann so ein bisschen ausprobieren, wie es euch am besten passt. Und jetzt geht's weiter. Da der Cidre Kohlensäure enthält, ist auch klar, warum hier nichts geshaked wird, denn kohlensäurehaltige Zutaten kommen nie in den Shaker. Eine letzte Zutat fehlt noch, das ist ein Schuss Sodawasser oder Sprudel und dann wird der ganze Mix einmal leicht durchgerührt, sodass sich alles schön vermischt, aber nicht so stark durchrühren, dass die Kohlensäure aus dem Drink komplett wieder rausgeht. Strohhalm nehmen wir hier keinen, sondern nur noch ein bisschen Deko. Ich nehme hierfür eine Apfelspalte. Das wäre dann Mananels prickelnder Apfelwein. Wie immer seht ihr das Rezept gleich noch einmal in der Standbildzusammenfassung und in der Videobeschreibung natürlich auch. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut und Prost! Das Rezept seht ihr gleich noch einmal in der Videobeschreibung.